Moin Moin, mein Name ist Alvo, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor und ich stelle dir gleich innerhalb von 3 Minuten 3 Ausrüstungsgegenstände vor, die sehr günstig sind und uns allen helfen können bei unseren Outdoor-Hobbys. Viel Spaß mit dem Video. So, das heutige Video dreht sich vor allen Dingen um das Thema Organisation. Wie kann ich mit Taschen innerhalb meines Rucksackes oder außerhalb an meinem Rucksack Organisation schaffen für ein bestimmtes Thema? Deshalb stelle ich dir heute ein Beinholster, ein paar Plastikflaschen, in denen du Lebensmittel aufbewahren kannst, zum Beispiel Öle etc. und Packsäcke vor. So, das ist ein Beinholster. Das kann man unter anderem so tragen, also hier am Bein. So trage ich es nämlich eher. Hier tragen als eine Art kleine Bauchtasche und dann kann man es immer so rumwirbeln, hat man es hin. Dieses Beinholster kostet knapp 8 Euro, ist super praktisch, hat super viele Taschen. Fangen wir mal hier oben an. Also hier ist eine kleine Einschubtasche für zum Beispiel eine Kreditkarte oder solche Geschichten. Ja. Wenn wir hier mit Klett aufmachen und kommen an das Hauptfach, da habe ich mal zur Veranschaulichung ein ganzes Trangia-Kochset drin. Und hier vorne ist dann zum Beispiel noch eine kleine Tasche, wo ich hier ein Spiritusfläschchen drin habe. Da kann man aber auch ein Handy zum Beispiel reintun. Hier hinten noch kleinere Verstaumöglichkeiten. Ein Nähset könnte man da hereintun. Das ganze Ding kann man hier aufmachen. Ja. Dann kommt man hier an den Gurt, der hier mit Klett übrigens befestigt ist. An der Seite gibt es noch ein kleines Fach, da kann man Tabletten reintun oder ein kleines Messerchen hier auf der anderen Seite. Und überall gibt es noch kleine, also es ist tausende Taschen hat das Ding. Wofür brauche ich ein Beinholster? Ein Beinholster ist eine zusätzliche Tasche, die ich benutzen kann, um zum Beispiel mal Birkenrinde zu sammeln. Es gibt Leute, die machen zum Beispiel ihr Beinholster zu einem Feuerset. Da packen sie Birkenrinde rein, ihren Feuerstahl, Zunder, ja, Kienspan etc. Habe ich aus China bestellt bei Gearbest und kostet knapp 9 Euro ohne Versandkosten. Also super Ding. So, das ist eine kleine Plastikflasche. Die gibt es im 10er-Pack für knapp 10 Euro auf Amazon. Und die sind super. Man kann zum Beispiel auch Paddlinge nehmen. Paddlinge sind Plastikflaschen, die ihr aus dem Supermarkt kennt, die noch nicht aufgeblasen worden sind. Gebt einfach mal Paddlinge ein, dann kriegt ihr die auch. Das ist nämlich günstiger als das hier, aber die erleichtern mir wegen der Farbe der Kappen die Organisation vor allen Dingen besser. Hier ist jetzt Spiritus drin, ich habe noch mehrere mit Pfeffer, mit Salz, mit Speiseöl etc. Ein kleiner Helfer, der euch dabei unterstützen wird, eure Sachen im Rucksack zu organisieren, vor allen Dingen natürlich flüssige Sachen. Ihr könnt da ja auch Shampoo oder sonstiges reintun. So, das ist ein Packsack, der ist wasserdicht aus Cordura. Das bedeutet eine bestimmte Art von Nylon und der ist beschichtet, also ihr könnt den schön in den Rucksack tun und zum Beispiel Dreckwäsche ist dafür super gut. Der wird hier so mit einem Rollsiegelverschluss, nennt man das, ja, so, und dann wird hier aufgeklippt und dann könnt ihr den so entfalten und dann könnt ihr daraus Sachen holen, zum Beispiel die 2 anderen Packsäcke, die noch dabei sind. Ein ganz kleiner für zum Beispiel elektronische Sachen wie ein Handy und ein mittlerer. Vielleicht kann man da was zu essen reintun. Dokumente zum Beispiel wären dafür auch gut. Die 3 Stück gibt es im Set, ich glaube für 9 Euro, auch auf Gearbest, also dem chinesischen Versandhändler. Da kann man mit PayPal bezahlen übrigens, also relativ gut. Und da geht einiges rein. Also der größte ist 5 Liter, der mittlere glaube ich 2 und der andere 1. Und dann kann man da Paracord, Handschuhe, dreckige Wäsche oder sonst was drin haben, um seine Sachen innerhalb des Rucksacks zu organisieren. Warum sind Packsäcke wichtig? Packsäcke sind wichtig, um innerhalb des Rucksacks eine gewisse Ordnung einzuhalten. Dass man versucht zu vermeiden, dass die Dreckwäsche sich mit der guten Wäsche noch zu vermischen. Aber es kann auch einfach nur dazu da sein, dass du ungefähr weißt, was habe ich wo reingetan. Die elektronischen Sachen wie eine kleine Kamera, eine Actioncam oder so, die habe ich jetzt dann in den mittleren Packsack oder in den kleinen Packsack reingetan oder mein Handy, ja, Nothandy zum Telefonieren habe ich dann im kleinen Packsack. Und auch da kann ich dann ganz einfach rollen und dann zumachen. Und dann ist das wasserdicht. So, das waren wieder 3 Dinge in ungefähr 3 Minuten, die wir für unsere Outdoor-Hobbys sehr gut benutzen können. Ich hoffe, du hattest mit dem Flottendreier sehr viel Spaß. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn das hilft mir immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.